Das ist langweilig. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich spielen könnte. Mit Hilfe des Zauberbuches habe ich eine fantastische Entdeckung gemacht. Meine Gleichungen und der Zauberspruch beweisen, dass noch ein anderes Universum, die dunkle Dimension, sehr nah bei uns existiert. Diese Nähe ist es, die das Gleichgewicht zwischen Naturwissenschaft und Zauberei auf Eternia hält. Könnte diese Schranke jemals zusammenbrechen? Hoffentlich nicht. Der Vogel sieht hungrig aus. Das Gefühl kenne ich auch. Lasst uns essen. Spielen kann. Ich habe keine Lust, allein zu spielen. Vielleicht will er spielen. Aus der dunkelsten Dimension zu der Helligkeit des Tages. Dema, du Dämon, bitte komm heraus und spiel mit mir. Toll, es klappt. Lass uns nach draußen gehen und spielen. Was war das? Ich fühlte Kälte, als ob eine Tür sich öffnet. Oh! Seit wann spukt es in diesem Haus? Wie ist denn das passiert? Magie. Und ich glaube, ich weiß auch, wer dahinter steckt. Ah. Nun, wo ist Orko? Orko! Orko! Oh, sieht aus, als gäbe es Schwierigkeiten. Ich kenne einen Ort, wo wir uns verstecken können. Seht mal, das Bild von Dema ist verschwunden. Jemand hat Dema, den Dämonen aus der dunklen Dimension, angefordert. Und ich glaube, du hattest recht wegen Orko. Wir sollten ihn schnell finden. Laut diesem Buch hier wird Dema einen Kokon spinnen. Und wenn er ausschlüpft, wird seine Armee von Dämonen durch eine riesige Spalte herauskriechen, um Eternia zu erobern. Ätern, wir brauchen Hilfe. Bei der Macht von Grayskull! Oh nein, nie einen Moment Ruhe. Dema muss gefunden und zu der dunklen Dimension zurückgeschickt werden. Ja, seine Gegenwart ist der Grund für all die seltsamen Dinge, die passieren. Wir werden ihn zurückbringen. Lasst uns gehen! He-Man! Ist etwas passiert? Ich werde dir alles auf dem Wege nach Grayskull erzählen. Grayskull? Ja, ich hoffe, die Sorceress kann mir helfen, Orko zu finden. Gerufen, Skeletor. Ja, meine Instrumente zeigen eine ungewöhnliche Kraftwelle in der Nähe von Rendors Palast.
Ich will, dass du das untersuchst. Was soll das? Dafür wirst du bezahlen, du Hexe. Ich habe das nicht getan. Ja, das ist richtig. Aber wer war es dann? Ich weiß es nicht. Diese Kraftwellen verändern die Wirklichkeit. Für einen Augenblick haben sie meine Kräfte verzehrt. Ich muss diese Kraft besitzen. Finde sie für mich. Und zwar schnell. Das werde ich tun, aber für mich, nicht für dich. Zu Ende. Mein Zauber des flüssigen Lichts ist bald zu Ende. Die Sorceress ruft mich. Komm nach Grayskull. Wir sind auf dem Wege, Sorceress. Beeil dich, Battlecat. Ich hoffe nur, He-Man hat mehr Glück, Orko zu finden, als wir es hatten. Evelyn? Dein Glück hat dich gerade verlassen. Ich kann mich nicht bewegen. Wir haben fremde Kraftwellen aufgespürt, die aus dieser Richtung kommen. Was ist das? Das Zauberbuch. Das muss die Quelle der Kraft sein. Ich komme zurück, wenn ich sie beherrsche. Gott sei Dank. Wir können uns wieder bewegen. Aber es gibt vielleicht keine Möglichkeit, Evelyn aufzuhalten. Es ist nur noch ein bisschen weiter nach Grayskull. Dort bist du sicher. Oh, ich bin so müde. Oh nein. In Ordnung. Wir halten an und ruhen uns aus. Oh, gute Idee, Dema. Kletterpflanzen sollten sowas nicht tun. Erklär es ihnen. Wir sollten hier nicht bleiben. Haha, hier ist der Zauber, den ich brauche. Nun, Skeletor, wir werden sehen, wie mächtig du wirklich bist. Willst du? Deine Macht, Skeletor. Und jetzt werde ich sie haben. Evelyn, das finde ich überhaupt nicht komisch. Ich glaube, du verheimlichst etwas, du Hexe. Und ich werde es herausfinden, was es ist. Dema? Ich glaube, er schläft noch. Wenn das wahr ist, was du mir erzählt hast, Hexe, werde ich bald in Eternia herrschen. Ganz Eternia ist durch die Kraftwellen in Mitleidenschaft gezogen.
Die Stadt Eternis. Sie liegt in Schutt und Asche. Du meine Güte. Die Auswirkungen scheinen schlimmer zu werden. Das werden sie, Eure Majestät. Und sie werden sich noch weiter verschlimmern, bis wir Orko gefunden haben. Wir sind fast am Schloss Grayskull. Was jetzt? Diesmal haben wir Glück gehabt. Das meine ich auch. Verschwinden wir lieber, bevor unser Glück sich ändert. Emma? Emma! Der Macht von Grayskull. Ich befehle, die Zugbrücke zu öffnen. Wenn Orko nicht hier ist, wird die Sorceress wissen, wo er ist. Ich hoffe, sie weiß, was das ist. Draußen sind Besucher. Einer sucht nach dir und der andere ist derjenige, nach dem du suchst. Dema, du hast uns lange suchen lassen. Oh. Wir tun das, was unser Schicksal von uns verlangt. Ein Kraftfeld! Wer bist du? Ich bin Daemar, der König der dunklen Dimension. Fang ihn! Seine Kräfte müssen mir gehören! Nicht schlecht! Nun versuche dies! Komm zu mir, Dämonen! Eternia gehört uns! Noch nicht ganz, Dämon! Ich kann Dema nicht beherrschen? Dann werde ich ihn eben erobern. Na, du kleiner Störenfried, das wird dich vor mir fernhalten. Dieses Wickelseil müsste ihn kampfunfähig machen. Da
Das war noch nicht dein letzter Lacher, Daymar! Möchte jemand ein gebrauchtes Wickelseil haben? Jetzt reicht es aber! Ich kann mich nicht befreien! Daymar, halt! Orko, komm zurück! Du bist mein Freund. Wie kannst du uns angreifen? Das ist mein Schicksal. Nein, Daymar. Daymar, das stimmt nicht. Du kannst deine eigene Zukunft bestimmen. Du kannst dich ändern, wenn du nur wirklich willst. Du und Orko, ihr seid Freunde. Würdest du nicht lieber ein Leben mit lauter Freunden haben, die dich um deiner selbst willen mögen, anstatt mit denen, die dich nur aus selbstsüchtigen Gründen gebrauchen? Denk nach, Daymar! Denk nach! Das gefällt mir nicht, Skeletor. He-Man, du bist ein Dummkopf! Daymar wurde nicht geboren, um zu denken, sondern nur, um seinen Meistern zu dienen. Er wird meine Befehle ausführen. Ist das wahr, Daymar? Du hast eine Möglichkeit, deine Zukunft zu verändern. Verpasse sie nicht und ändere dein Schicksal. Vielleicht können wir Daymar helfen, sich zu entscheiden. Das Licht! Ich kann nicht sehen! Dieser Eisstrahl wird ihn festhalten, bis wir ihn nach Snake Mountain gebracht haben. Was? Tina! Orko, beeilt euch! Wir müssen uns befreien! Benutze den Eisstrahl gegen He-Man! Jetzt hast du mich aber wütend gemacht, He-Man! Komm zu mir, Daymar! Zusammen werden wir Eternia regieren! Ich habe meine eigene Bestimmung gewählt, Skeletor. Und die ist anders als deine. Nein! Es wird Zeit für eine Fahrt, Skeletor! Eine lange! Du hattest recht, He-Man. Meine Zukunft gehört mir. Ich möchte dich gerne zum Freund haben. Würde ich gerne sein. Vergesst mich nicht. Nein, mein kleiner Freund. Dich werde ich nicht vergessen. Aber jetzt muss ich zu meiner Dimension zurückkehren. Wir sehen uns wieder. Nun, das solltest du auch. Heute hast du etwas sehr Kostbares gefunden. Was denn? Einen Freund.